Fußball zweite Liga. Das Spiel um den Aufstieg. Karlsruher SC gegen den 1. FC Kaiserslautern. Absolut verfeindete Fanlager treffen aufeinander. Im Hinspiel gab es Prügeleien im Stadion. Jetzt die Revanche. Die Fanströme, wenn sie nicht getrennt werden, prallen aufeinander und adaptieren sich mit allen möglichen Gegenständen. Dazwischen 1300 Polizeibeamte, Familienväter, Mütter, junge Polizisten, die nur ihren Job machen und zum Ersatzfeind werden. Schreiten wir ein, heißt Polizeigewalt. Schreiten wir nicht ein, heißt, sie stehen da und gucken zu. Also egal, was wir tun, wird es nie das Richtige sein. Die Polizei als Zielscheibe für die Fans, Woche für Woche. Sind Steinabflüge aus dem Dunkeln so groß wie Kinderköpfe und Pyrotechnikbeschuss. Sonntagmorgen, kurz nach 8 Uhr im baden-württembergischen Bruchsal. Bereitschaftspolizistin Patricia Jörg packt für ein Fußballspiel. Schwere Schutzausrüstung, Schlagstock, Helm. Die Grundausstattung für den heutigen Tag. Man muss immer mit allem rechnen, aber wenn ein Stein fliegt, dann kann man sich nie wirklich schützen. Ich hoffe natürlich, dass ich so, wie ich hier stehe, wieder zurückkomme. Und meine Kollegen, Kolleginnen unverletzt. Dass alles, ich sage es mal, friedlich verläuft. Patricia Jörg ist seit 11 Jahren bei der Bereitschaftspolizei. Die Polizeihauptmeisterin teilt sich im Dienst ein Zimmer mit einer Kollegin. Jede Woche fährt die 37-Jährige zu Großeinsätzen in ganz Baden-Württemberg. Heute geht es zum Fußballspiel zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern. Zusammen mit 460 anderen Kollegen aus Bruchsal. Die Zweitligapartie zwischen Karlsruhe und Kaiserslautern ist ein Hochrisikospiel. Rund 1300 Landes- und Bundespolizisten sind im Einsatz, um die Fangruppen voneinander zu trennen. Fußball als Aggressionsventil. Da gab es ja die letzten Jahre immer wieder beim Zusammentreffen immer wieder Probleme und Ausschreitungen, mal mehr, mal weniger. Also vor allem heute geht es ja darum, auch um Aufstieg. Karlsruhe Platz 4, Kaiserslautern Platz 3. Wird schon eine interessante Geschichte, wenn man gerade die letzte Zeit sieht, was alles wieder passiert ist. Das Spiel VfB Stuttgart gegen Hertha BSC, als die Kollegen Warnschüsse abgeben mussten und so. Natürlich hat man da ein mulmiges Gefühl. Auch Patricia Jörg hat bei ihren Einsätzen schon schlimmste Aggressionen erlebt. Also es fliegen Flaschen, fliegen Steine, fliegen Farbbeutel, fliegen Eier, es fliegen Tomaten. Es wird mit uns auf mit verschiedenen Säuren teilweise auf uns gespritzt, sei es die Buttersäure, auch mal Fäkalien, Urin. Da kommt ein gewisser Ekel auch dazu, ganz klar. Zur selben Zeit am Hauptbahnhof Karlsruhe. Noch ist alles ruhig. Absperrgitter werden aufgebaut. In 2 Stunden kommen hier mehr als 1100 aufgeputschte Kaiserslauterer Fans an. Mit Shuttlebussen fahren sie anschließend ins Stadion. Uwe Kunz ist ein sogenannter SKB, ein szenekundiger Beamter. Er kennt die Fangruppen ganz genau. Das Fanverhältnis zwischen Kaiserslautern und Karlsruhe ist absolut feindschaftlich. Kaiserslautern pflegt eine Freundschaft nach Stuttgart, auch das ist feindschaftlich. Also da steckt die Brisanz schon in der Tradition drin, in der Geschichte. Und bei jeden Begegnungen, die wir hier haben, haben wir immer wieder größere Ausschreitungen. Ich erinnere bloß an den 4.10. letzten Jahres mit massiven Ausschreitungen in Kaiserslautern, mit auch über 20 Verletzten und ein riesen Ermittlungsverfahrenaufwand hinten drauf. Also wenn Kaiserslautern gegen Karlsruhe spielt, ist immer Land unter, um es mal auf Badisch auszudrücken. Nach dem Hinspiel des Südwestderbys prügelten sich die Fans beider Lager im Stadion. Das hat es in der Bundesliga seit Jahren nicht mehr gegeben. Es muss unser oberstes Ziel heute sein, die Fans voneinander zu trennen und von uns jetzt hier im Einsatzabschnitt Aufklärung, dass man einfach lokalisiert, wo sind die Problemkinder, was haben sie vor. Ein szenekundiger Beamter ist ein Polizist, der sich nur mit Fußball und den Fans beschäftigt. Uwe Kunz hat heute 20 Kollegen im Einsatz. In Zivil
und überall dort, wo sich sogenannte Problemfans versammeln. Eine weitere Deeskalationsstrategie der Polizei, sogenannte Anti-Konflikt-Teams. Schon bei der Ansprache der Fans kann man als Polizeibeamter viel falsch machen. Wir haben also teilweise auch an den Gitterlinien schon Kollegen eingesetzt, die zum Beispiel einen schwäbischen Akzent haben beim Spiel gegen VfB Stuttgart, weil wir aus der Erfahrung raus auch schon Probleme gehabt haben, wenn da ein badischer Kollege steht und spricht einen Schwabe an. Das gibt unter Umständen dann schon eine Konfliktsituation, wo dann die Kollegen wieder gebraucht werden, die es dann auf Hochdeutsch versuchen. Man beginnt bei A zu denken, hört bei Z auf und hat dann immer noch zu wenig gedacht. Auch am Stadion werden um 9 Uhr morgens Absperrgitter aufgebaut. Fritz Rüffel inspiziert das Gelände. Ein Teil müssen wir in die Gittersperre lassen, ne? So wie gesagt. Und der Rest kann auf die Wallkrone A3 oben. Fritz Rüffel ist als Einsatzleiter dafür verantwortlich, dass die aggressiven Fangruppen nicht aufeinandertreffen. Auf diesem Parkplatz kommen in Kürze die ersten Fans aus Kaiserslautern an. Die stehen falsch, die müssen andersrum. Gitter müssen andersrum gedreht werden. Normalerweise müssen andersrum. Okay. Man hat schon ein gewisses Lampenfieber vor dem eigentlichen Einsatztag, aber wenn es losgeht, dann läuft die Maschinerie, dann ist es eigentlich wie weggefallen. Für mich ist, ich sag mal, die angespannteste Zeit so 2-3 Stunden vor dem eigentlich beginnenden Einsatz. Da überlegt man noch mal und grübelt noch mal, ob man alles einkalkuliert hat. Ein besonderes Augenmerk hat Rüffel auf die heimischen Karlsruher Fans. Was hat denn die Sache ergeben, Absucher? Sprengstoff, Spürhunde? Das war negativ. Okay. Meine Suche jetzt schon Sprengstoff, die sind unterwegs mit 10 Hunden. Okay. Die suchen die ganze Zäune ab. Die Spürhunde sind speziell auf Pyrotechnik abgerichtet. Die ist verboten. Fans verstecken sie oft im Stadion. Sonst wird sie bei den Zugangskontrollen am Spieltag beschlagnahmt. Zurück am Hauptbahnhof laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Zwei Sonderzüge mit mehr als 1100 Kaiserslauterern treffen in Kürze ein. Es ist kurz vor 10 Uhr. Durch die regionale Nähe vermischen sich im Bahnhof schon jetzt Fans beider Lager mit arglosen Reisenden. Für die Polizei ist die Situation undurchsichtig. Und es wird schlimmer. Eine größere Fangruppe reist bereits jetzt mit dem Regionalverkehr an. Nun ist der szenekundige Beamte Uwe Kunz gefragt. Die Polizei reagiert prompt, schließt die Absperrgitter. Man versucht jetzt natürlich die Fans vom FCK hier in diesem Bereich zu halten. Die wollen jetzt noch unter Umständen in die Stadt, wollen vielleicht Karlsruhe noch sehen, wollen immer lokal vielleicht noch was trinken, noch was essen. Und dann hat man hier an dieser Trennstelle die Diskussion, dass man sie nicht rauslässt. Wir hatten in der Vergangenheit schon öfters solche Fälle, dass jemand am Wochenende im fremden Trikot, gerade erster FC Kaiserslautern Trikot, in Karlsruhe im Lokal angegriffen worden ist, obwohl kein Fußballspiel war, haben wir alles schon gehabt. Also mit dem VfB Stuttgart Trikot und dem Kaiserslautern Trikot heute durchs Stadtgebiet, sage ich immer wieder, das ist ein Selbstmörder. Doch die Hauptsorge von Uwe Kunz gilt den Problemfans, also gewaltbereiten Anhängern. Und die kommen erst noch. Und die Problemfans wollen natürlich hier nicht kanalisiert werden. Die wollen natürlich nicht in diesen Käfig rein hier und versuchen sich dann irgendwo immer Räubern gendarmmäßig abzusetzen. Solche Aktionen zu erahnen und zu unterbinden, das ist die Aufgabe der szenekundigen Beamten. Uwe Kunz arbeitet heute auch mit Kollegen aus Kaiserslautern zusammen. Dann bekommt er eine brisante Information. Der Ordnungsdienst von euch hat, ich weiß nicht, wie weit ihr zuverlässig ist, hat gerade dem Sicherheitsbeauftragten gesagt, dass man mit massivem Abbrand Pyrotechnik rechnen muss und sie planen auf die 75. Minute einen Platzsturm. Pyrotechnik ist bis zu 1000 Grad heiß, kann zu schwersten Verbrennungen führen. Und überall im Bahnhof sind Passanten, ältere Menschen, Familien. Deren Schutz hat für die Polizei oberste Priorität. Wir hoffen, dass wir keine Panik kriegen. Bei Ankunft von Zügen im Schutz der Masse brennt man Pyrotechnik ab, haben wir also schon mehrfach erlebt. So ein Willkommensritual, sagen wir mal so. Insbesondere, wenn man irgendwo hinfährt, wo man Feindschaft pflegt. Vor allem die sogenannten Problemfans sind Befürworter von Pyrotechnik. Gleich kommt ein Zug mit 50 solcher Fans an. 200 andere werden noch vermisst. Noch haben die Beamten keine Ahnung, wo diese große Gruppe der gewaltbereiten Anhänger ist. Zurück am Stadion.
Auftrag ist natürlich, jede Konfrontation vermeide, sofort aufrütteln für alle. Ab jetzt. Am Karlsruher Fußballstadion treffen gleich die ersten Shuttlebusse mit Kaiserslautern ein. Für die Bereitschaftspolizistin Patricia Jörg wird es ernst. Anlegen der Schutzausrüstung. Wenn es hier ein Stein drauf liegt oder ein Tritt, ist man doch auf gewisse Art und Weise geschützt. Patricia Jörg ist Gruppenführerin in einer Hundertschaft aus Bruchsal, trägt heute die Verantwortung für 6 Polizisten. Der Jüngste ist 21. Als Frau bei der Polizei, für sie eine große Herausforderung. Anfangs war es nicht ganz einfach. Also als ich vor 11 Jahren als Gruppenführerin angefangen habe, war es dann doch schon so, ich musste besser sein wie jedermann. Also man muss sich durchschlagen, Ellenbogen raus und durch. Es gibt auch doch relativ wenige Frauen bei uns als Stammbeamte, als Gruppenführerinnen. Aber ich mache es gern, ich wollte es so machen. Und es gibt bestimmt Kollegen, die sich einer Frau gegenüber anders verhalten. Aber es gibt auch Kollegen, die sich nicht unbedingt gern von einer Frau führen lassen. Aber die müssen. Angst ist ein schwieriges Thema bei der Polizei. Erst recht vor einem solchen Hochrisikospiel. Die meisten werden es nicht zugeben, ganz klar. Aber ich muss halt immer ein Auge haben auf alle. Ich habe die Verantwortung für jeden Einzelnen oder mit die Verantwortung. Und ich will die so wieder nach Hause bringen, wie ich sie hier jetzt habe. Am Karlsruher Stadion treffen immer mehr Fans ein. 27.000 sollen es heute sein. In 2,5 Stunden beginnt das Spiel. Für beide Mannschaften geht es um den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Patricia Jörg ist direkt neben dem Eingang der Lauterer eingesetzt. Und der Eingang der Karlsruher Ultras ist nur wenige hundert Meter entfernt. Die sogenannte Ultra-Gruppierung versteht sich bei jedem Fußballverein als Kern der Fanschar und macht im Stadion die meiste Stimmung. Nicht jeder Ultra ist auch gewaltbereit, aber viele. Nur eine Reihe aus Absperrgittern trennt heute die verfeindeten Fangruppen und eine Handvoll Polizeibeamte. Wir wissen nicht, ob sich irgendwo eine Gruppierung bildet, die jetzt das Ganze stürmen möchte oder dass da nichts geplant wird. Man weiß halt einfach nie, werden die Busse jetzt irgendwo gestürmt, wenn die vom Bahnhof kommen? Wie verhalten sich die Kaiserslautern-Fans in den Bussen? Es werden ab und an ja Scheiben eingeschlagen, es wird auch Pyrotechnik gezündet. Wir müssen warten, was hier jetzt ankommt. Wir wissen es nicht. Momentan, sagen wir mal, die Ruhe vor dem Sturm, ja. Mehrere Fans aus Kaiserslautern sind mit ihren Autos angereist und treffen vor dem Stadion auf die Karlsruher Fans. Wer schmeckt besser, deine Mutter oder deine Schwester mit dem? Erste Provokationen. Die Polizei mittendrin. Dann kommen die ersten Shuttlebusse vom Bahnhof am Stadion an. Zur gleichen Zeit am Hauptbahnhof Karlsruhe. Jeden Moment treffen mindestens 750 aufgeputschte Kaiserslauterer Fans mit einem Sonderzug ein. Für die Fantrennung im Bahnhof ist die Bundespolizei zuständig. Die Polizisten wissen nicht, was sie gleich erwartet. Die Fans wurden in Kaiserslautern von der Bundespolizei auf Pyrotechnik durchsucht. Doch sicher sein können sich die Beamten nicht. Und gleich geht es durch diese Engstelle. Die Bundespolizei ist im Zug mitgefahren, vor allem um zu verhindern, dass die Fans unterwegs irgendwo aussteigen. Die Lauterer pflegen eine intensive Feindschaft nach Karlsruhe und informieren die Heimfans lautstark über ihre Ankunft. Dann entdecken die Fans aus Kaiserslautern ihren Intimfeind einige Bahnsteige entfernt. Sofort kippt die Stimmung. Auf die Fresse!
Die Bundespolizei filmt die Ankunft, um eventuelle Straftaten festzuhalten. Die Polizei bezeichnet normale Anhänger, die meist Schals und Trikots tragen, als Fans der Kategorie A. Gewaltbereite Fans gehören zur Kategorie B. Gewaltsuchende, darunter auch Hooligans, zur Kategorie C. B- und C-Fans tragen oft nur schwarze Kleidung, Sonnenbrillen und dazu Mützen oder Kapuzen. 50 dieser Problemfans befinden sich bereits in diesem Sonderzug. Anhänger des 1. FC Kaiserslautern erobern den Hauptbahnhof Karlsruhe. Die Vorfreude auf das Spiel und den Intimfeind sind groß. Auch Einsatzleiter Fritz Rüffel ist vor Ort. Er ist heute nicht nur für die Fans, sondern auch für die Sicherheit von 1300 Polizeibeamten verantwortlich. Ich war auch Einsatzbeamter mal und habe auch diese Tätigkeiten gemacht. Ich kenne das auch, was es bedeutet, plötzlich Fans in Auge gegenüberzustehen. Es ist kein leichter Job, den die Kollegen machen, insbesondere wenn sie angepöbelt werden. Aber die Kollegen sind da erfahren, die haben das schon öfters gemacht. Und ich denke, dass sie auch relativ gelassen reagieren werden. Gleich geht es für die Fans mit Shuttlebussen ins Stadion. Die gemeinsame Anreise der Anhänger per Zug hat für die Polizei den Vorteil, dass man sie am Bahnhof besser unter Kontrolle halten kann. Doch nicht jeder kommt mit der Bahn. 4.500 Kaiserslauterer werden heute insgesamt erwartet. Und viele sind auf eigene Faust angereist. Fritz Rüffel muss seine Einsatzkräfte entsprechend koordinieren. Ihr übernimmt die 50 Fans im Bereich Haltestelle Mühlburger Tor. Das wären auch nur A-Fans. Mal schauen, ob wir sie begleiten müssen. Schaut euch mal die Altersgruppen und so weiter an. Das größere Problem? Rund 200 Kaiserslauterer Problemfans sind verschollen. Für Fritz Rüffel eine heikle Situation. 700 vielleicht. 700, aber die Masse der Problemfans wären nicht da. Wir haben Hinweise bekommen, dass die Problemfans aus Kaiserslautern nicht in den Entlastungszug eingestiegen sind, sondern angeblich im Limburger Hof, das ist in der Nähe von Ludwigshafen, in der S-Bahn eingestiegen werden. Und dann müssen wir jetzt abklären, wie diese S-Bahn fährt und wo die vor allen Dingen ankommt. 1300 Einsatzkräfte und die Problemfans aus Kaiserslautern sind den Beamten durch die Lappen gegangen. Rüffel kontaktiert den szenekundigen Beamten Kunz. Du mit den 200 und der S-Bahn, wisst ihr, wo die sind? Checkt ihr das ab, wo die sind? Uwe Kunz macht sich auf den Weg, um die Problemfans aufzustöbern. Nur noch 2 Stunden bis zum Spiel. Dann ein heißer Tipp. Die Kenntnis kommt gerade, dass es 100 bis 150 Personen sind, die jetzt am Bahnhof in Weingarten wohl offensichtlich umgestiegen auf eine Straßenbahn. Also ich gehe mal davon aus, dass man versucht, wie angekündigt, ins Stadtgebiet zu kommen. Am schlimmsten könnte passieren für uns einsatztaktisch, am schlimmsten wäre, wenn die jetzt ohne Polizeibegleitung ganz unkontrolliert ins Stadtgebiet reinkommen und auf unsere Problem-Fangruppe trifft, dann haben wir eine wilde Auseinandersetzung. Ich schätze mal so zwischen 200 und 300 Leute, massive Landfriedensbrüche, Körperverletzungsdelikte. Das sind alles Aktionen, die vorbesprochen sind und auch entsprechend geplant sind. Das sind alles keine Zufälle, auch wenn die Szenen immer das Gegenteil behaupten. Der 50-Jährige rast mit seinen Kollegen zu dem Bahnhof, an dem die Kaiserslauterer jeden Moment ankommen sollen. Die Bundespolizei ist bereits vor Ort. Uwe Kunz ist schon seit 28 Jahren Polizist. Ursprünglich gelernt hat er aber Energieanlagenelektroniker. Für mich war eigentlich von vornherein klar, dass ich nicht mein ganzes Leben lang auf dem Bau arbeite. Die Polizei hat mich schon immer interessiert, schon als kleiner Bub, als nur Räubern schon Darmspieler raus. Und
Für mich hat halt die Perspektive, so ein interessanter Beruf zu wählen, hat für mich eigentlich der Ausschlag gegeben. Bei der Polizei kann man eigentlich alles machen, von A bis Z. Und ich bin aus Überzeugung Polizist. Plötzlich kommt die überraschende Meldung. Die Problemfans stehen immer noch auf einem kleinen Bahnhof außerhalb von Karlsruhe. Die sind noch in Weingarten. Ja, die sind anscheinend nicht zugestiegen. Jetzt wartet ihr mal, jetzt bleibt ihr mal hier und wir gehen mal nach Weingarten. Kunz macht sich sofort auf den Weg. In der Zwischenzeit am Hauptbahnhof Karlsruhe. Der zweite Sonderzug mit weiteren 350 Kaiserslautern-Fans kommt an. Für alle anderen Bahnreisenden bedeutet das, sie kommen erst einmal nicht zu ihren Zügen. Der Durchgang ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. In weniger als 1,5 Stunden beginnt das Spiel. Der Bahnhofsplatz füllt sich immer mehr. Passanten werden an den Fans vorbeigeführt. Per Shuttlebus sollen die FCK-Anhänger zum Stadion fahren. Die Fans können es kaum erwarten. Doch der Shuttlebus-Transfer verzögert sich. Die Bundespolizei kontrolliert stichprobenartig Fans, die zum Beispiel Pullover mit beleidigenden Aufdrucken tragen, wie ACAB, All Cops are Bastards. Währenddessen strömen weitere Fans auf den Platz. Die Anhänger werden langsam ungeduldig. Der Druck auf die Absperrgitter wächst. Die Stimmung wird aggressiver. Das Gedränge ist groß. Nun kann jeder Tropfen das Fass zum Überlaufen bringen. Bei der Kontrolle eines Fans kommt es plötzlich zur Eskalation. Um sich zu schützen, setzen die Polizisten ihre Helme auf. Eskaliert die Situation weiter, müssen sie zu Schlagstock und Pfefferspray greifen. Bierdosen und Becher fliegen auf die jungen Polizeibeamten. Doch die Polizisten lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Das quittieren die Fans mit Schmähgesängen gegen die Polizei. Damit es im Bus nicht zu weiteren Ausschreitungen kommt, fahren die Polizeibeamten mit bis zum Stadion. In etwas mehr als einer Stunde beginnt das Spiel. Immer noch fehlen die geschätzt 150 Problemfans aus Kaiserslautern, die auf dem Weg in die Karlsruher Innenstadt sind. Okay, Falker, ihr habt mit, verlegt dann zum Bahnhof Weingarten. Doch Einsatzleiter Fritz Rüffel ist ihnen auf der Spur. Auch rund 350 Ultras der Karlsruher haben sich inzwischen formiert und starten einen Fanmarsch Richtung Stadion. Es sind Problemgruppen, die auch bei den Vereinen hinlänglich bekannt sind. Das sind die Gruppen, die mit Sicherheit im Hinspieltheater gemacht haben und die eigentlich nur Konfrontationen suchen. 1300 Polizisten sind eingesetzt, um ein Aufeinandertreffen der Fangruppen zu verhindern. Bei normalen Fußballspielen sind es rund 100. Und dann nur für die Verkehrsregelung. Verlegt mal mindestens 2 Busse Richtung Weingarten. Der szenekundige Beamte Uwe Kunz ist ebenfalls mit Blaulicht auf dem Weg nach Weingarten. Auf dem kleinen Bahnhof sollen die 150 vermissten Kaiserslauterer Problemfans stehen. Bahnreisende haben die schwarz gekleideten Gästefans zufällig entdeckt und die Polizei informiert. Ein großes Glück. Die szenekundigen Beamten aus Kaiserslautern sind bereits vor Ort. Sind das eure? Ja. Lucifer. Das da vorne ist ein Hut. Wurde die vorne die Treppe hier mal laufen. Okay. Und was noch dabei ist, weiß ich nicht. Und wie groß ist die Gruppe? Weiß ich auch nicht mehr. Das sind mit Sicherheit 150 Mann. Die Gruppe setzt sich in Bewegung. Stand bei Polizeiankunft abseits des Bahnhofs. Eine kritische Situation für die Beamten. Es sind mehr wie 150.
Das ist die Gruppe, die wir jetzt gesucht haben. Die versucht hat, jetzt halt konspirativ in die Stadt zu kommen. Gott sei Dank haben wir sie vorher gekriegt. Welche Kategorie? B und C. Also Problemklientel komplett. Also geht mal durch für die. Ja, alles klar. Personengruppen, wir haben nochmal drüber geguckt, das sind sogar mehr, sind 250 bestimmt, die hier sind. Die schwarz gekleideten Problemfans, darunter auch die der Kategorie C zugehörigen Hooligans, setzen sich in die Straßenbahn. Anhand der Kleidung kann man sie kaum dem 1. FC Kaiserslautern zuordnen und auch schwerer identifizieren. Deswegen sind szenekundige Beamte so wichtig. Die Entscheidung, was jetzt mit den Fans passiert, trifft Einsatzleiter Fritz Röffel. Also, jetzt macht, dass er die FCK-Fans im Bahnhof haltet, nicht in die S-Bahn rein. Also die ganzen Lauterer sind jetzt schon wieder in der Bahn drin. Also wenn die wieder rausholen, müssen sie das Überfall gefahren lassen. Ist das ein Scheiß, ne? Ja, es sind noch Kaiserslauterer auf dem Gleis, die nicht mehr in die Bahn reinpassen. Marc, dann sollen sie gerade da stehen bleiben. Wir kesseln die ein. Und dann holen wir die Busse und dann laden wir sie in die Busse ein. Dann sollen sie gerade stehen bleiben, bis sie schwarz werden. Die Vertreter der Fans werden über das weitere Vorgehen informiert. Sie müssen jetzt alle wieder raus aus der Straßenbahn. Uwe Kunz und seine Kollegen aus Kaiserslautern führen die Verhandlungen. Ihr müsst jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil die wollen natürlich nicht gefilmt werden. Nicht, dass man irgendwie noch einen Angriff auf euch als Kamerateam habe. Also am besten ein bisschen im Hintergrund halten, jetzt nicht so offensiv filmen. Ja? Die rund 250 Kaiserslauterer steigen bereitwillig aus der Straßenbahn aus. Allerdings hatten sie auch keine andere Wahl. Der Straßenbahnführer weigert sich momentan, und er ist der Chef im Ring, sage ich jetzt mal, in der Straßenbahn, er weigert sich, diese Problemgruppe mitzunehmen. Warum? Weil er hat Angst. Er hat Angst um seine Straßenbahn. Und je nachdem, was sie in der Straßenbahn dann veranstalten, sei es Hüpfe, sei es Wackeln mit der Straßenbahn, er hat die Verantwortung. In dem Moment, wo in der Straßenbahn irgendwas passiert, wird man ihn natürlich dementsprechend zur Rechenschaft ziehen. Und das Risiko geht er nicht ein, was ich auch voll verstehe, muss ich sagen. Die gut organisierte Gruppe der Problemfans tickt anders als der Normalfan. Das Fußballspiel ist heute nur eine Randerscheinung. Sie suchten die Konfrontation mit den Karlsruhern. Jetzt müssen sie verhandeln. Deeskalation lautet die Devise auf beiden Seiten. Wir gehen ja immer nach so einem Stufenkonzept vor, dass man zunächst einmal versucht zu sprechen. Kommunikation hilft eigentlich relativ viel, weil wir sind eigentlich nicht daran interessiert, hier jetzt einen Krieg loszubrechen. Die Angst von ihnen bestand jetzt darin, dass wir mit einer Shuttlebusse nicht direkt zum Stadion, sondern direkt zum Gewahrsam fahren. Das war jetzt ihnen ein Problem, dass sie in eine Gewahrsamnahme reinlaufen. Aber wir haben mit ihnen jetzt das soweit abgesprochen. Sie haben uns jetzt auch momentan noch keinen Grund gegeben, sie jetzt komplett in Gewahrsam zu nehmen. Mal von dem abgesehen, dass sie logistisch natürlich eine Meisterleistung wert. Gewahrsam, also Verhaftungen, will im Moment niemand. Deswegen bleibt es ruhig. Dass die Fans auf einem kleinen Bahnhof rund 10 Kilometer vor Karlsruhe gestrandet sind, ist vermutlich ein Versehen. Am Stadion bricht jetzt die kritischste Phase an. Die Polizei zeigt massive Präsenz. Pferde und Hunde sind im Einsatz. In einer Stunde soll das Fußballspiel beginnen. Mittendrin Patricia Jörg. Helmpflicht für die 37-Jährige. Ja, jetzt kommen wohl die Karlsruher von ihrem Marsch und noch deshalb sicher ist sicher. 350 Karlsruher Ultras sind bis zum Stadion marschiert und kommen in diesem Moment an, eskortiert von der Polizei. Zeitgleich erreicht ein Shuttlebus nach dem anderen das Stadion. Die Fans aus Kaiserslautern sind bester Laune. Die Gästefans provozieren Karlsruhe, die vorübergehen. Patricia Jörg steht dazwischen. Auf der einen Seite laufen die Kaiserslauterer-Fans, die von ihren Autos kommen. Auf der anderen die Karlsruher. Im Hinspiel haben sich beide Fangruppen im Stadion geprügelt. Es gab über 20 Verletzte. Patricia Jörg ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Polizeibeamtin war immer ihr Traumberuf. Wenn ich aber das sehe, was hier so läuft, bin ich doch relativ unsanft auf den Boden der Tatsachen aufgeschlagen. Also
Ich wollte helfen, ich wollte Gutes tun. Funktioniert hier leider nicht immer. Ich würde tendenziell sagen, das Ausmaß der Gewalt, also Gewalt gegen Polizeibeamte gab es schon immer. Aber es ist schon teilweise extrem. Wir stehen immer dazwischen. Und egal, was wir machen, wir können es nicht richtig machen. Es wird immer irgendeiner geben, der sagt, das war nichts. Schreiten wir ein, heißt es Polizeigewalt. Schreiten wir nicht ein, heißt sie stehen da und gucken zu. Also versetzen Sie sich in unsere Lage. Egal, was wir tun, wird es nie das Richtige sein. Dann explodiert die erste Pyro auf dem Parkplatz der Lauterer. Die Karlsruher Ultras stehen ebenfalls noch vor ihrem Eingang. Die Stimmung heizt sich immer mehr auf. Zurück am Bahnhof Weingarten. Experte für die Fanszene ist der szenekundige Beamte Uwe Kunz. Das Katz-und-Maus-Spiel mit den Kaiserslauterer Problemfans hat er gewonnen. Zumindest vor dem Anpfiff. Man will sich eigentlich nicht führen lassen. Man will, in der Szene steckt das drin, das ist, ich will mich zeigen in Feindesland. Das ist so wie in der Tierwelt, so diese Platzhirsch-Mentalität. Unsere verteidigen heute die Stadt und die versuchen natürlich in die Stadt reinzukommen und versuchen zu zeigen, jawohl, wenn wir wollen, dann kommen wir rein und können zeigen, wie stark und wie kräftig wir sind. Ich vergleiche das immer wieder wie mit der Tierwelt, das ist genau das Gleiche. Und so ist das eigentlich. In jedem Sonntag, jedes Spiel, wo wir haben, ist das ähnlich. Endlich sind die Shuttlebusse auf dem Weg zum Stadion. Die Polizei steigt mit ein und eskortiert die Busse mit einem großen Aufgebot. Und das nicht ohne Grund. Denn auf den Straßen sind auch Karlsruher Fans unterwegs. Jetzt wird es interessant. Wir haben jetzt auch schon einen gesehen, der am Straßenband so ein bisschen Scout-Tätigkeit gemacht hat. Praktisch mal schaut, wo sind die Busse der Kaiserslauterner, wie viel Polizei ist dabei. Und sowas gibt man dann mit den neuen Medien, WhatsApp und Facebook und Telefon, gibt man das dann weiter an die Szene. Die Gefahr? Provokationen, die sich die Problemfans aus Kaiserslautern nicht gefallen lassen. Wir haben jetzt natürlich das Problem, dass wir die Busse heil ins Stadion bringen müssen, sobald KSC-Fans hier sind. Und es beginnen diese Provokationen, diese gegenseitig aus dem Bus raus, von draußen nach drinnen. Kann unter Umständen sein, dass die uns die komplette Busse entglasen und versuchen, auf die Fahrbahn zu kommen. Die geschätzten Kosten des heutigen Polizeieinsatzes weit über 500.000 Euro. Und das bezahlt letztlich der Steuerzahler. Auch wenn die Spieltage für Uwe Kunz inzwischen wenig mit Fußball zu tun haben, seine Leidenschaft ist der Sport geblieben. Ich spiele eigentlich schon Fußball seit meinem 5., 6., 7. Lebensjahr in einem kleinen Dorfverein, 20 Kilometer von der Weg. Bin heute noch aktiv in der langsamsten Staffel der Welt, der Altherrenstaffel. Also ich denke, man gibt es auch nicht auf. Man wird es bis ins hohe Alter machen und diese Affinität braucht man auch, um diesen Job zu machen. Für das heutige Spiel hat Kunz keinen klaren Ergebniswunsch. Da schlagen natürlich zwei Herzsätze in meiner Brust. Das eine ist natürlich das einsatztaktische Ergebnis, wäre unentschieden. Wäre, denke ich, für alle Beteiligten gut. Natürlich würde ich es dem Karlsruher SC aufgrund der aktuellen Tabellensituation wünschen, wenn sie das Spiel gewinnen würde, um einfach die Möglichkeit zu haben, in die erste Liga aufzusteigen. Die Fans aus Kaiserslautern werden vom Sicherheitsdienst des Stadions durchsucht. Jetzt sind endlich alle Shuttlebusse da. Weniger als eine Stunde bis Spielbeginn. Die Situation entspannt sich etwas, auch für die Bereitschaftspolizistin Patricia Jörg. Drei Punkte für Lautere wäre doch viel besser. Es ist kein Wunschkonzert hier. Wir sind ja vom Badischen, wir sind für Karlsruhe. Dann einigen wir uns auf ein Unentschieden, okay? Wäre ich mit einverstanden. Also gut, Sie einverstanden, dann ich einverstanden, dann machen wir das doch so, oder? Nun ja, also wenn man hier aus der Region kommt, freut man sich natürlich, wenn Karlsruhe gewinnen würde, klar. Aber Spaß. Nicht wirklich. Also ich denke, wenn man das Woche für Woche mitmacht und was man da alles sieht und erlebt, dann kann man keinen Spaß mehr dran haben. Leider. Wie zum Beweis starten die Kaiserslauterer Problemfans in diesem Moment einen sogenannten Sturm. Sie durchbrechen die Kontrollstellen und können dadurch auch Pyrotechnik ins Stadion schmuggeln. Das bleibt auch Uwe Kunz nicht verborgen. Wir schießen jetzt auch praktisch unkontrolliert im Stadion drin. Unkontrolliert heißt, dass sie nicht durchsucht sind. Und ich denke, dass man unter Umständen noch eine Pyrotechnik-Geschichte kriegen, größere sogar dann. Weil die wollen sich natürlich nicht durchsuchen lassen, weil sonst findet man diese Pyrotechnik. Und wie schon gesagt, deswegen bricht man da vorne durch.
Die Lauterer Problemfans haben es somit trotz aller Mühen der Polizei geschafft, Pyrotechnik ins Stadion zu bringen. Die Polizei reagiert, erhöht ihre Präsenz. Uwe Kunz steht derweil am Eingang der Karlsruher Ultras, die nicht ins Stadion gehen. Und einige Fans aus Kaiserslautern müssen hier vorbei. Das Problem ist halt, wenn man da durchläuft, dann verliert man unter Umständen der Schal oder man kriegt halt mal eine Ohrfeige. Das muss nicht unbedingt sein. Männer, was ist mit euch? Wo geht's hin? Wo wollt ihr denn hin? Wo ist er da vorne rum? Hallo, wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? In den Kaiserslauterner Bereich, oder? Der ist da drunter. Plötzlich tauchen Fans beider Lager auf der anderen Seite der Absperrung auf. Das waren jetzt zwei, die kommen dann da her, Nase da in die Gegend rum, hetzen ein bisschen in die Gegend rum und damit reagiert unsere komplette Szene, die hier steht. Und dann haben wir eine wilde Rennerei und eine wilde Provoziererei, wo vollkommen unnötig ist. Das ist jetzt zum Beispiel Aufgabe auch von meiner Truppe, die einfach wegzuschicken. Ansprechen, wegschicken und dann geht's. Uwe Kunz ist der Überzeugung, dass die Gewalt und Respektlosigkeit gegen Polizeibeamte in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Meine schlimmste Situation, da muss ich mit Fug und Recht sagen, ich bin kein ängstlicher Mensch, aber da war ich ängstlich und habe auch wirklich Angst gehabt, war dieses Abstiegsspiel am 14.05.2012, denke ich war es, gegen Regensburg mit einer massiven Ausschreitung, wo man letztendlich dann 98 Verletzte zu beklagen hat. Und da waren wir jetzt gerade hier, wo wir jetzt stehen, haben wir mit Pyrotechnikbeschuss, da hat man brennende Fackeln und eine Dienstkraftfahrzeug gehabt, wie es hier steht, sind Steine geflogen aus dem Dunkeln, so groß wie Kinderköpfe und so weiter. Und wenn man dann in Zivil dazwischen drin rum tun. Das ist schon respekteinflößend. Rund 1800 Polizeibeamte werden jährlich in Baden-Württemberg verletzt. In Extremsituationen auch mal aus den eigenen Reihen. Man kriegt da mal unter Umständen vielleicht einen Schlagstock vom Kollegen ab, weil man halt auch als Polizeibeamter nicht unbedingt gleich erkennbar ist. Und selbst wenn man dann das Kennwort für Zivilkräfte dann rausschreit, hat man den Schlagstock schon, der sitzt. Aber sagen wir mal, lernt aus jedem Schlag, den man kriegt, lernt man. Einsatzleiter Fritz Rüffel muss die Situation vor dem Stadion entspannen. Die Karlsruher Ultras sollen endlich rein. Weg, dass sie wegkommen, dass sie reingehen. Sonst haben wir ja 1:30. Wenn man die Philosophie der Ultras kennt, die jegliches Obrigkeitsdenken oder Obrigkeitsgehörigkeit ablehnen, dann ist es ganz klar, wir sind für die Feindbild Nummer 1, wollen allerdings durch unsere Einsatzmaßnahmen nicht gleich von vornherein dazu beitragen, um das den Herrschaften noch zu bestätigen. Auf Drängen der Polizei gehen die Karlsruher Ultras schließlich ins Stadion. Das Spiel kann pünktlich beginnen. Und gleich zu Beginn werden Fahnen und Pyro abgebrannt. Doch unsere Kameras sind im Karlsruher Stadion leider nicht erlaubt. Bis hierhin ist das Einsatzkonzept der Polizei vollkommen aufgegangen. Die Erleichterung unter den 1300 Polizisten ist spürbar. Dann kommt der Befehl zum Ausrücken, auch für Patricia Jörg. Im Stadion steigern sich die Aggressionen. Zusätzliche Polizeibeamte werden hineingeschickt. Außerdem ist Halbzeit. Es steht noch 0:0. Jetzt wird es noch einmal kritisch, denn nun sind die Fangruppen im Stadion nur wenige Meter voneinander entfernt, getrennt lediglich durch einen schwachen Maschendrahtzaun. Die Polizei bezieht zwischen den Fangruppen Position. Die Einheit um Patricia Jörg wird ebenfalls an diese Position verlegt. Die Fangruppen provozieren sich weiter. Im Stadion kümmert sich eigentlich der Sicherheitsdienst des Karlsruher SC um die Fantrennung. Doch im schlimmsten Fall müssen die Polizeibeamten die Fans auseinanderhalten, so wie im Hinspiel, als es 20 Verletzte gab. Patricia Jörg ist als Bereitschaftspolizistin jede Woche im Einsatz, bei diversen Demonstrationen, Fußballspielen und Großveranstaltungen. Oft ist sie der Ersatzfeind. Die zunehmende Respektlosigkeit hat sie ernüchtert. Man kommt ab und zu an seine Grenzen. Es ist schon teilweise schwierig, was man sich da anhören muss, über Stunden. Oder Stuttgart 21. Wir wurden da einfach
sehr stark beleidigt und bespuckt und auch beworfen. Also das war schon so grenzwertig, ja. Also da denkt man dann schon irgendwann mal, man kommt an seine Grenzen. Man steht hier über Stunden an einem Absperrgitter und klar, man versteht irgendwo die Wut, aber wir machen unseren Job. Wie gefährlich der Job ist, hat Patricia Jörg bereits erleben müssen. 2007 wurde eine Kollegin von ihr per Kopfschuss getötet. Da waren wir dann kurz nach dieser Geschichte, waren wir dann direkt vor Ort in Heilbronn, sind dann direkt zum Tatort gekommen, haben dann alles abgeriegelt. Das war schon, bei vielem zieht man die Uniform aus, geht nach Hause und kann abschalten. Aber es gibt einfach Dinge, die kann man nicht einfach so vergessen. Es funktioniert nicht. Es war eine Kollegin von uns, also das nagt dann schon einen. Die Lage am Stadion entspannt sich. Das Spiel geht in die zweite Halbzeit. Einsatzleiter Fritz Rüffel weiß nicht, wie sich die Fans nach dem Spiel verhalten. Noch sieht es nach dem Wunschergebnis, nach Unentschieden aus. Letzte Anweisungen. Wenn wir hier zumachen, könnte sein, dass die Leute warten müssen, die Sprechterhalter an. Okay. Das Wichtigste für Fritz Rüffel, keine verletzten Polizeibeamten. Ich hatte die dramatische Situation beim Relegationsspiel hier in Karlsruhe gegen Regensburg mit sehr, sehr vielen verletzten Kolleginnen, aber auch Gästen, wo ein wütender Mob wirklich gewütet hat. Das war für mich eigentlich das schlimmste Ereignis der Fußballeinsätze der letzten Jahre. Als das Spiel zu Ende ist, verlassen Fans und Polizisten das Stadion. Es bleibt beim 0:0. Keinem der Vereine hilft dieses Ergebnis wirklich. Aber der Polizei. Beinahe gespenstisch ruhig ist es, als die Fangruppen aneinander vorübergehen. Alles bleibt friedlich. Doch der Schein trügt. Vereinzelt sammeln sich Gruppen der Karlsruher Ultras, immer in der Nähe der Kaiserslauterer. Auch die positionieren sich mit Blick zum Intimfeind. Doch die szenekundigen Beamten sind vor Ort, schicken die wartenden Problemfans weg. Das ist die gefährlichste Phase für Uwe Kunz und seine Kollegen. Ganz komische Stimmung. Irgendwie hat man so den Eindruck, dass jeder wartet, dass jetzt irgendwo was passiert. So den Eindruck habe ich jetzt. Und in dem Moment, wo jetzt hier Stecknadel fällt, dann haben wir mit Sicherheit irgendwelche Rennereien. Aber momentan habe ich echt so den Eindruck, dass jeder gerade so wartet, dass irgendwas jetzt passiert. Einige warten nicht. Sie wollen die Auseinandersetzung. Die Polizei geht rigoros dazwischen, verhindert Schlimmeres. Eine klare Ansprache von mir an Sie. Wenn Sie eine Provokation machen, gehen Sie in den Gewahrsam. Alles klar? Ich darf nicht stehen. Eine Provokation und es ist Ende. Unterdessen steigt ein Großteil der Kaiserslauterer wieder in die Shuttlebusse Richtung Hauptbahnhof. 1200 Polizisten mehr als bei einem normalen Spiel haben heute Schlimmeres verhindert. Gut, seid ihr soweit abmarschbereit? Einsatzleiter Fritz Rüffel ist rundum zufrieden. Okay, alles klar. Das seid ihr entlassen. Dankeschön, gute Heimfahrt. Auch für die Einheit von Patricia Jörg geht es zurück nach Bruchsal. Die 15 Kilogramm schwere Schutzausrüstung hat die Bereitschaftspolizistin heute nicht gebraucht. Aber der nächste Einsatz steht schon morgen an, eine Pegida-Demonstration. Diese Abwechslung macht für die 37-Jährige den Reiz aus. Sagen Sie mir einen Beruf, wo man mit so vielen jungen Leuten, motivierten Leuten zusammenarbeitet. Also Sie haben es ja gesehen, das sind alles junge Leute und es macht schon Spaß. Aber es ist auch nicht immer einfach. Also es werden einem auch viele Steine in den Weg gelegt, man braucht gute Nerven. Aber ich mache es trotzdem gern und ich würde es wieder tun. Am Hauptbahnhof Karlsruhe kommen die letzten Shuttlebusse mit Kaiserslauterer Fans an. Darunter sind auch die 250 Problemfans, denen Uwe Kunz hinterhergejagt ist. Der szenekundige Beamte hat eine Theorie, warum es heute zu keinen Auseinandersetzungen kam. Ich denke, das wollte sich keiner den Vorwurf gefallen lassen, dass er jetzt derjenige ist, der Auslöser war zu der Geschichte. Das denke ich auch noch mit dem Faktor. Aber natürlich auch das Einsatzkonzept komplett. Mit zwei Sonderzügen fahren die Lauterer heim, begleitet von der Bundespolizei und beobachtet von Uwe Kunz. Ich bin jetzt froh, wenn jetzt Feierabend ist und wenn man noch ein schönes Feierabendbier zusammen trinken kann oder eine Schorle, dann denke ich, passt es auch. 1300 Polizisten waren heute nötig, um Ausschreitungen zwischen zwei Fangruppen zu verhindern. Kostenpunkt mehr als eine halbe Million Euro.
Das ist der Preis, damit ein Fußballspiel friedlich stattfinden kann. Ausschreitungen in Kaiserslautern mit auch über 20 Verletzten und ein riesen Ermittlungsverfahrenaufwand hinten drauf. Also wenn Kaiserslautern gegen Karlsruhe spielt, ist immer Land unter, um es mal auf Badisch auszudrücken. Nach dem Hinspiel des Südwestderbys prügelten sich die Fans beider Lager im Stadion. Das hat es in der Bundesliga seit Jahren nicht mehr gegeben. Es muss unser oberstes Ziel heute sein, die Fans voneinander zu trennen und von uns jetzt hier im Einsatzabschnitt Aufklärung, dass man einfach lokalisiert, wo sind die Problemkinder, was haben sie vor. Ein szenekundiger Beamter ist ein Polizist, der sich nur mit Fußball und den Fans beschäftigt. Uwe Kunz hat heute 20 Kollegen im Einsatz, in Zivil und überall dort, wo sich sogenannte Problemfans versammeln. Eine weitere Deeskalationsstrategie der Polizei, sogenannte Anti-Konflikt-Teams. Schon bei der Ansprache der Fans kann man als Polizeibeamter viel falsch machen. Wir haben also teilweise auch an den Gitterlinien schon Kollegen eingesetzt, die zum Beispiel einen schwäbischen Akzent haben beim Spiel gegen VfB Stuttgart, weil wir aus der Erfahrung raus auch schon Probleme gehabt haben, wenn da ein badischer Kollege steht und spricht einen Schwabe an. Das gibt unter Umständen dann schon eine Konfliktsituation, wo dann die Kollegen wieder, gebraucht werden, die es dann auf Hochdeutsch versuchen. Man beginnt bei A zu denken, hört bei Z auf und hat dann immer noch zu wenig gedacht. Auch am Stadion werden um 9 Uhr morgens Absperrgitter aufgebaut. Fritz Rüffel inspiziert das Gelände. Ein Teil müssen wir in die Gittersperre lassen, ne? So wie gesagt. Und der Rest kann auf die Wallkrone A3 oben. Fritz Rüffel ist als Einsatzleiter dafür verantwortlich, dass die aggressiven Fangruppen nicht aufeinandertreffen. Auf diesem Parkplatz kommen in Kürze die ersten Fans aus Kaiserslautern an. Die stehen falsch, die müssen andersrum. Die da müssen andersrum gedreht werden. Normalerweise müssen andersrum. Okay. Man hat schon ein gewisses Lampenfieber vor dem eigentlichen Einsatztag, aber wenn es losgeht, dann läuft die Maschinerie, dann ist es eigentlich wie weggefallen. Für mich ist, ich sag mal, die angespannteste Zeit so 2-3 Stunden vor dem eigentlich beginnenden Einsatz. Da überlegt man noch mal und grübelt noch mal, ob man alles einkalkuliert hat. Ein besonderes Augenmerk hat Rüffel auf die heimischen Karlsruher Fans. Was hat denn die Sache ergeben, Absuche? Sprengstoffspürhunde. Das war negativ. Okay. Meine Suche, jetzt schon Sprengstoff, die sind unterwegs mit 10 Hunden. Okay. Die suchen die ganze Zäune ab. Die Spürhunde sind speziell auf Pyrotechnik abgerichtet. Die ist verboten. Fans verstecken sie oft im Stadion. Sonst wird sie bei den Zugangskontrollen am Spieltag beschlagnahmt. Zurück am Hauptbahnhof laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Zwei Sonderzüge mit mehr als 1100 Kaiserslauterern treffen in Kürze ein. Es ist kurz vor 10 Uhr. Durch die regionale Nähe vermischen sich im Bahnhof schon jetzt Fans beider Lager mit arglosen Reisenden. Für die Polizei ist die Situation undurchsichtig. Und es wird schlimmer. Eine größere Fangruppe reist bereits jetzt mit dem Regionalverkehr an. Nun ist der szenekundige Beamte Uwe Kunz gefragt. Die Polizei reagiert prompt, schließt die Absperrgitter. Man versucht jetzt natürlich die Fans vom FCK hier in diesem Bereich zu halten. Die wollen jetzt noch unter Umständen in die Stadt, wollen vielleicht Karlsruhe noch sehen, wollen immer lokal vielleicht noch was trinken, noch was essen. Und dann hat man hier an dieser Trennstelle die Diskussion, dass man sie nicht rauslässt. Wir hatten in der Vergangenheit schon öfters solche Fälle, dass jemand am Wochenende im fremden Trikot, gerade erster FC Kaiserslautern Trikot, in Karlsruhe im Lokal angegriffen worden ist, obwohl kein Fußballspiel war, haben wir alles schon gehabt. Also mit dem VfB Stuttgart Trikot und dem Kaiserslautern Trikot heute durchs Stadtgebiet, sage ich immer wieder, das ist ein Selbstmörder. Doch die Hauptsorge von Uwe Kunz gilt den Problemfans, also gewaltbereiten Anhängern. Und die kommen erst noch. Und die Problemfans... Wer schmeckt besser, deine Mutter oder deine Schwester mit dem? Erste Provokationen. Die Polizei mittendrin. Schwule Liebe ist okay. Dann kommen die ersten Shuttlebusse vom Bahnhof am Stadion an. Ruhe! Ruhe! Die Ruhe! Ruhe! Ruhe!
Zur gleichen Zeit am Hauptbahnhof Karlsruhe. Jeden Moment treffen mindestens 750 aufgeputschte Kaiserslauterer Fans mit einem Sonderzug ein. Für die Fantrennung im Bahnhof ist die Bundespolizei zuständig. Die Polizisten wissen nicht, was sie gleich erwartet. Die Fans wurden in Kaiserslautern von der Bundespolizei auf Pyrotechnik durchsucht. Doch sicher sein können sich die Beamten nicht. Und gleich geht es durch diese Engstelle. Die Bundespolizei ist im Zug mitgefahren, vor allem um zu verhindern, dass die Fans unterwegs irgendwo aussteigen. Die Lauterer pflegen eine intensive Feindschaft nach Karlsruhe und informieren die Heimfans lautstark über ihre Ankunft. Dann entdecken die Fans aus Kaiserslautern ihren Intimfeind einige Bahnsteige entfernt. Sofort kippt die Stimmung. Die Bundespolizei filmt die Ankunft, um eventuelle Straftaten festzuhalten. Die Polizei bezeichnet normale Anhänger, die meist Schals und Trikots tragen, als Fans der Kategorie A. Gewaltbereite Fans gehören zur Kategorie B. Gewaltsuchende, darunter auch Hooligans, zur Kategorie C. B- und C-Fans tragen oft nur schwarze Kleidung, Sonnenbrillen und dazu Mützen oder Kapuzen. 50 dieser Problemfans befinden sich bereits in diesem Sonderzug. Anhänger des 1. FC Kaiserslautern erobern den Hauptbahnhof Karlsruhe. Die Vorfreude auf das Spiel und den Intimfeind sind groß. Auch Einsatzleiter Fritz Rüffel ist vor Ort. Er ist heute nicht nur für die Fans, sondern auch für die Sicherheit von 1300 Polizeibeamten verantwortlich. Ich war auch Einsatzbeamter mal und habe auch diese Tätigkeiten gemacht. Ich kenne das auch, was es bedeutet, plötzlich Fans in Auge gegenüberzustehen. Es ist kein leichter Job, den die Kollegen machen, insbesondere wenn sie angepöbelt werden. Aber die Kollegen sind da erfahren, die haben das schon öfters gemacht. Und ich denke, dass sie auch relativ gelassen reagieren werden. Gleich geht es für die Fans mit Shuttlebussen ins Stadion. Die gemeinsame Anreise der Anhänger per Zug hat für die Polizei den Vorteil, dass man sie am Bahnhof besser unter Kontrolle halten kann. Doch nicht jeder kommt mit der Bahn. 4.500 Kaiserslauterer werden heute insgesamt erwartet. Und viele sind auf eigene Faust angereist. Fritz Rüffel muss seine Einsatzkräfte entsprechend koordinieren. Ihr übernimmt die 50 Fans im Bereich Haltestelle Mühlburger Tor. Das wären auch nur A-Fans. Mal schauen, ob wir sie begleiten müssen. Fußball zweite Liga. Das Spiel um den Aufstieg. Karlsruher SC gegen den 1. FC Kaiserslautern. Absolut verfeindete Fanlager treffen aufeinander. Im Hinspiel gab es Prügeleien im Stadion. Jetzt die Revanche. Die Fanströme, wenn sie nicht getrennt werden, prallen aufeinander und attackieren sich mit allen möglichen Gegenständen. Dazwischen 1300 Polizeibeamte, Familienväter, Mütter, junge Polizisten, die nur ihren Job machen und zum Ersatzfeind werden. Schreiten wir ein, heißt Polizeigewalt. Schreiten wir nicht ein, heißt, sie stehen da und gucken zu. Also egal, was wir tun, wird es nie das Richtige sein. Die Polizei als Zielscheibe für die Fans, Woche für Woche. Es sind Steinerflöge aus dem Dunkeln, so groß wie Kinderköpfe und Pyrotechnikbeschuss.
Sonntagmorgen, kurz nach 8 Uhr im baden-württembergischen Bruchsal. Bereitschaftspolizistin Patricia Jörg packt für ein Fußballspiel. Schwere Schutzausrüstung, Schlagstock, Helm. Die Grundausstattung für den heutigen Tag. Man muss immer mit allem rechnen, aber wenn ein Stein fliegt, dann kann man sich nie wirklich schützen. Ich hoffe natürlich, dass ich so, wie ich hier stehe, wieder zurückkomme. Und meine Kollegen, Kolleginnen, unverletzt. Dass alles, ich sage es mal, friedlich verläuft. Patricia Jörg ist seit 11 Jahren bei der Bereitschaftspolizei. Die Polizeihauptmeisterin teilt sich im Dienst ein Zimmer mit einer Kollegin. Jede Woche fährt die 37-Jährige zu Großeinsätzen in ganz Baden-Württemberg. Heute geht es zum Fußballspiel zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern. Zusammen mit 460 anderen Kollegen aus Bruchsal. Die Zweitligapartie zwischen Karlsruhe und Kaiserslautern ist ein Hochrisikospiel. Rund 1300 Landes- und Bundespolizisten sind im Einsatz, um die Fangruppen voneinander zu trennen. Fußball als Aggressionsventil. Da gab es ja die letzten Jahre immer wieder beim Zusammentreffen immer wieder Probleme und Ausschreitungen, mal mehr, mal weniger. Also vor allem heute geht es ja darum, auch um Aufstieg. Karlsruhe Platz 4, Kaiserslautern Platz 3. Wird schon eine interessante Geschichte, wenn man gerade die letzte Zeit sieht, was alles wieder passiert ist. Das Spiel VfB Stuttgart gegen Hertha BSC, als die Kollegen Warnschüsse abgeben mussten und so. Natürlich hat man da ein mulmiges Gefühl. Auch Patricia Jörg hat bei ihren Einsätzen schon schlimmste Aggressionen erlebt. Also es fliegen Flaschen, fliegen Steine, fliegen Farbbeutel, fliegen Eier, es fliegen Tomaten. Es wird mit uns auf mit verschiedenen Säuren teilweise auf uns gespritzt, sei es die Buttersäure, auch mal Fäkalien, Urin. Da kommt ein gewisser Ekel auch dazu, ganz klar. Zur selben Zeit am Hauptbahnhof Karlsruhe. Noch ist alles ruhig. Absperrgitter werden aufgebaut. In 2 Stunden kommen hier mehr als 1100 aufgeputschte Kaiserslauterer Fans an. Mit Shuttlebussen fahren sie anschließend ins Stadion. Uwe Kunz ist ein sogenannter SKB, ein szenekundiger Beamter. Er kennt die Fangruppen ganz genau. Das Fanverhältnis zwischen Kaiserslautern und Karlsruhe ist absolut feindschaftlich. Kaiserslautern pflegt eine Freundschaft nach Stuttgart, auch das ist feindschaftlich. Also da steckt die Brisanz schon in der Tradition drin, in der Geschichte. Und bei jeden Begegnungen, die wir hier haben, haben wir immer wieder größere Ausschreitungen. Ich erinnere bloß an den 4.10. letzten Jahres mit massiver... Schaut euch mal die Altersgruppen und so weiter an. Das größere Problem? Rund 200 Kaiserslauterer Problemfans sind verschollen. Für Fritz Rüffel eine heikle Situation. 700 vielleicht. 700, aber die Masse der Problemfans wären nicht da. Wir haben Hinweise bekommen, dass die Problemfans aus Kaiserslautern nicht in den Entlastungszug eingestiegen sind, sondern angeblich im Limburger Hof, das ist in der Nähe von Ludwigshafen, in der S-Bahn eingestiegen wären. Und dann müssen wir jetzt abklären, wie diese S-Bahn fährt und wo die vor allen Dingen ankommt. 1300 Einsatzkräfte und die Problemfans aus Kaiserslautern sind den Beamten durch die Lappen gegangen. Rüffel kontaktiert den szenekundigen Beamten Kunz. Du mit den 200 und der S-Bahn, wisst ihr, wo die sind? Checkt ihr das ab, wo die sind? Uwe Kunz macht sich auf den Weg, um die Problemfans aufzustöbern. Nur noch 2 Stunden bis zum Spiel. Dann ein heißer Tipp. Die Kenntnis kommt gerade, dass es 100 bis 150 Personen sind, die jetzt am Bahnhof in Weingarte wohl offensichtlich umgestiegen auf eine Straßenbahn. Also ich gehe mal davon aus, dass man versucht, wie angekündigt, ins Stadtgebiet zu kommen. Am schlimmsten könnte passieren für uns einsatztaktisch, am schlimmsten wäre, wenn die jetzt ohne Polizeibegleitung ganz unkontrolliert ins Stadtgebiet reinkommen und auf unsere Problem-Fangruppe trifft, dann haben wir eine wilde Auseinandersetzung. Ich schätze mal so zwischen 200 und 300 Leute, massive Landfriedensbrüche, Körperverletzungsdelikte. Das sind alles Aktionen, die vorbesprochen sind und auch entsprechend geplant sind. Das sind alles keine Zufälle, auch wenn die Szenen immer das Gegenteil behaupten. Der 50-Jährige rast mit seinen Kollegen zu dem Bahnhof, an dem die Kaiserslauterer jeden Moment ankommen sollen. Die Bundespolizei ist bereits vor Ort.
Uwe Kunz ist schon seit 28 Jahren Polizist. Ursprünglich gelernt hat er aber Energieanlagenelektroniker. Für mich war eigentlich von vornherein klar, dass ich nicht mein ganzes Leben lang auf dem Bau arbeite. Die Polizei hat mich schon immer interessiert, schon als kleiner Bub, als nur Räubern schon Darmspieler raus. Und für mich hat halt die Perspektive, so ein interessanter Beruf zu wählen, hat für mich eigentlich den Ausschlag gegeben. Bei der Polizei kann man eigentlich alles machen, von A bis Z. Und ich bin aus Überzeugung Polizist. Plötzlich kommt die überraschende Meldung. Die Problemfans stehen immer noch auf einem kleinen Bahnhof außerhalb von Karlsruhe. Die sind noch in Weingarten. Ja, die sind anscheinend nicht zugestiegen. Jetzt wartet ihr mal, jetzt bleibt ihr mal hier und wir gehen mal nach Weingarten. Kunz macht sich sofort auf den Weg. In der Zwischenzeit am Hauptbahnhof Karlsruhe. Der zweite Sonderzug mit weiteren 350 Kaiserslautern-Fans kommt an. Für alle anderen Bahnreisenden bedeutet das, sie kommen erst einmal nicht zu ihren Zügen. Der Durchgang ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. In weniger als 1,5 Stunden beginnt das Spiel. Der Bahnhofsplatz füllt sich immer mehr. Passanten werden an den Fans vorbeigeführt. Per Shuttlebus sollen die FCK-Anhänger zum Stadion fahren. Die Fans können es kaum erwarten. Doch der Shuttlebus-Transfer verzögert sich. Die Bundespolizei kontrolliert stichprobenartig Fans, die zum Beispiel Pullover mit beleidigenden Aufdrucken tragen, wie ACAB, All Cops are Bastards. Währenddessen strömen weitere Fans auf den Platz. Die Anhänger werden langsam ungeduldig. Der Druck auf die Absperrgitter wächst. Die Stimmung wird aggressiver. Die wollen natürlich hier nicht kanalisiert werden, die wollen natürlich nicht in diesen Käfig rein hier und versuchen sich dann irgendwo immer räubern-gendarmmäßig abzusetzen. Solche Aktionen zu erahnen und zu unterbinden, das ist die Aufgabe der szenekundigen Beamten. Uwe Kunz arbeitet heute auch mit Kollegen aus Kaiserslautern zusammen. Dann bekommt er eine brisante Information. Der Ordnungsdienst von euch hat, ich weiß nicht, wie weit ihr zuverlässig ist, hat gerade dem Sicherheitsbeauftragten gesagt, dass man mit massivem Abbrand Pyrotechnik rechnen muss und sie planen auf die 75. Minute einen Platzsturm. Pyrotechnik ist bis zu 1000 Grad heiß, kann zu schwersten Verbrennungen führen. Und überall im Bahnhof sind Passanten, ältere Menschen, Familien. Deren Schutz hat für die Polizei oberste Priorität. Wir hoffen, dass wir keine Panik kriegen. Bei Ankunft von Zügen im Schutz der Masse brennt man Pyrotechnik ab, haben wir also schon mehrfach erlebt. So ein Willkommensritual, sagen wir mal so. Insbesondere, wenn man irgendwo hinfährt, wo man eine Feindschaft pflegt. Vor allem die sogenannten Problemfans sind Befürworter von Pyrotechnik. Gleich kommt ein Zug mit 50 solcher Fans an. 200 andere werden noch vermisst. Noch haben die Beamten keine Ahnung, wo diese große Gruppe der gewaltbereiten Anhänger ist. Zurück am Stadion. Auftrag ist natürlich, jede Konfrontation vermeiden, sofort aufrütteln für alle. Ab jetzt. Am Karlsruher Fußballstadion treffen gleich die ersten Shuttlebusse mit Kaiserslautern ein. Für die Bereitschaftspolizistin Patricia Jörg wird es ernst. Anlegen der Schutzausrüstung. Wenn es hier ein Stein drauf liegt oder ein Tritt, ist man doch auf gewisse Art und Weise geschützt. Patricia Jörg ist Gruppenführerin in einer Hundertschaft aus Bruchsal. Trägt heute die Verantwortung für 6 Polizisten. Der Jüngste ist 21. Als Frau bei der Polizei, für sie eine große Herausforderung. Anfangs war es nicht ganz einfach. Also als ich vor 11 Jahren als Gruppenführerin angefangen habe, war es dann doch schon so, ich musste besser sein wie jedermann. Also man muss sich durchschlagen, Ellenbogen raus und durch. Es gibt auch doch relativ wenige Frauen bei uns als Stammbeamte, als Gruppenführerinnen. Aber ich mache es gern, ich wollte es so machen. Und es gibt bestimmt Kollegen, die sich einer Frau gegenüber anders verhalten. Aber es gibt auch Kollegen, die sich nicht unbedingt gern von einer Frau führen lassen. Aber die müssen. Angst ist ein schwieriges Thema bei der Polizei. Erst recht vor einem solchen Hochrisikospiel. Die meisten werden es nicht zugeben, ganz klar. Aber
ich muss halt immer ein Auge haben auf alle. Ich habe die Verantwortung für jeden Einzelnen oder mit die Verantwortung. Und ich will die so wieder nach Hause bringen, wie ich sie hier jetzt habe. Am Karlsruher Stadion treffen immer mehr Fans ein. 27.000 sollen es heute sein. In 2,5 Stunden beginnt das Spiel. Für beide Mannschaften geht es um den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Patricia Jörg ist direkt neben dem Eingang der Lauterer eingesetzt. Und der Eingang der Karlsruher Ultras ist nur wenige hundert Meter entfernt. Die sogenannte Ultra-Gruppierung versteht sich bei jedem Fußballverein als Kern der Fanschar und macht im Stadion die meiste Stimmung. Nicht jeder Ultra ist auch gewaltbereit, aber viele. Nur eine Reihe aus Absperrgittern trennt heute die verfeindeten Fangruppen und eine Handvoll Polizeibeamte. Wir wissen nicht, ob sich irgendwo eine Gruppierung bildet, die jetzt das Ganze stürmen möchte oder dass da nichts geplant wird. Man weiß halt einfach nie, werden die Busse jetzt irgendwo gestürmt, wenn die vom Bahnhof kommen? Wie verhalten sich die Kaiserslautern-Fans in den Bussen? Es werden ab und an ja Scheiben eingeschlagen, es wird auch Pyrotechnik gezündet. Wir müssen warten, was hier jetzt ankommt. Wir wissen es nicht. Momentan sagen wir die Ruhe vor dem Sturm, ja. Mehrere Fans aus Kaiserslautern sind mit ihren Autos angereist und treffen vor dem Stadion auf die Karlsruher Fans.